Hallo, liebe Menschen. Es gibt ein Format, das heißt Car Ranger on Tour. Und ich nehme es jetzt mal richtig wörtlich und ich bin on Tour und nehme euch mit auf ein Autotreffen. Und in Deutschland gibt es ganz viel für Treffen für VW, für Mercedes, für BMW, also für die deutschen Markt. Oder auch ganz viele Amerikaner, die sich oft zusammenfinden. Also V8-Treffen hier, da und dort. Da fühle ich mich als Viper-Fahrer schon immer ein bisschen diskriminiert. Anderes Thema. Auf jeden Fall, was es ganz selten gibt und man zumindest in der Öffentlichkeit hört, ist ein Mitsubishi-Treffen. Und Mitsubishi hat gesagt, hey komm, guck dir das mal an, da sind viele Autos. Viele. Und auch Dinge, die man selten sieht. Und meine Idee ist jetzt zu sagen, wir sind on Tour gemeinsam im Sinne von, ihr seht das, was ich sehe und ihr hört das, was ich höre und wir laufen einfach mal eine Runde und dann seid ihr quasi selber hier und könnt euch ein Bild machen, ob sich das nächstes Jahr für euch lohnen würde. Das heißt, ihr seht jetzt genau das, was ich sehe. Und wir gehen mal über diese Straße, alles ja, ganz unauffällig sozusagen. Und dann sieht man schon das erste Schild und auf dem Schild steht Elbe-Treffen, Präfektur Mitsubishi. Das heißt, man lebt diesen, ja, ich nenne es jetzt mal japanischen Lifestyle, auf jeden Fall schon mal richtig hier. Dieses Video wird euch präsentiert von World of Warships. Bei wem die Technikliebe, also über das Auto hinaus zu den Schiffen geht, der ist da genau richtig. Über 600 Schiffe und U-Boote, mit denen ihr in See stechen könnt. Und das alles in einem Free-to-Play-Titel. Das heißt, ihr könnt euch jetzt mit dem Link unten anmelden und direkt loslegen. Das kostet nichts. Und wenn ihr dem Link unten folgt, kriegt ihr noch ein Startgeschenk im Wert von 25 Euro. Damit ihr nicht irgendwelche Schiffe aus den fünf Klassen nehmt, sondern damit ihr gleich ein bisschen Geld mit im Start habt, um sagen zu können, das ist mein Boot. Es geht also auch um Tuning und Customizing. Also etwas, was wir auch später hier bei den Autos im Video sehen werden. Das heißt, du hast dein persönliches Boot. Und dann kommen alle Komponenten zusammen. Die Technikliebe, das Customizing, die Taktik, verschiedene Orte, verschiedene Wetter zu haben und sich mit verschiedenen Leuten überall auf der Welt messen zu können oder sich auch einfach mit Leuten zusammenzutun. Das heißt, auch der Community-Gedanke ist immer ganz stark und mit dabei. Und das finde ich wirklich schön. Und dann schließt sich irgendwo der Kreis mit der Community und der Technikliebe. Von daher, herzlichen Dank für eure Warships. Das hat für euch noch einen riesengroßen Vorteil. Nicht nur, dass ihr den Link folgen könnt, euch kostenlos anmeldet und ein Startgeschenk bekommt, sondern auch, dass es das letzte Mal, dass ihr so ein verwackeltes Video sehen müsst. Von daher, viel Spaß bei dem verwackelten Video und vor allem viel Spaß beim Zocken, nachdem wir dann das Video gesehen. Und in dem Moment, wenn man hier reinkommt, fragt man sich erstmal, was ist das? So. Und dann hast du auch Modellbezeichnungen, die wir eigentlich schon mal gehört haben. So, also ich sag mal, typisch deutscher Kunde irgendwo, nämlich sowas wie Colt und Galant und das auch noch in einem. Und das Auto finde ich zum Beispiel super interessant, noch nie gesehen. Auch ganz klassisch, Bezeichnung GTO, steht einmal vorne, einmal hinten drauf. Vorne steht es dann auch nochmal. Ein Auto, das mich sehr zum Beispiel an den Mazda RX-3, den ich euch mal gezeigt habe, erinnert. Aber dass es dieses Fahrzeug gegeben hat, ja, irgendwann mal gesehen. Aber das steht halt einfach hier, auch mit diesen typischen Designelementen, die man damals hatte, wie den Spiegeln vorne, inklusive dieser wunderhübschen Sterne, so, einmal nicht überfahren lassen, weil gleich mehrere Colts kommen, dann könnt ihr noch eine Sekunde euch das anschauen. Und dieses Design gibt es halt hier. Ja, und dann spiegeln sich die Colts, die hier reinfahren. Und man merkt schon, die Leute hier lieben ihre Colts. Und dann geht es halt hier los. Dann denkst du dir so, okay, ein Evo, ach, ein Evo und ein Evo. Das Sympathischste aus meiner Sicht ist aber nicht, dass es hier so viele Evos zu sehen gibt, egal von welcher Generation, sondern dass es sich eben nicht darauf beschränkt, weil es gibt so viele Treffen, wo nur ja, bestimmte Modelle da sein dürfen. Und ich meine, hier kommt jetzt ein Colt nach dem anderen reingefahren und jeder ist bunt und jeder hat gute Laune. Und das finde ich gut, das macht riesen Freude, dass man sich eben nicht auf so dieses einzelne Modell irgendwo beschränkt, wobei ich schon sagen muss, ein Evo, also vor allem so ein Neuner, das wäre schon was, muss ich ja doch sagen. Aber der Verbrauch hält mich eindeutig davon ab. Ganz spannend ist halt aber, sobald man mal kurz eine Sekunde links oder rechts schaut, entdeckt man irgendwas. Zum Beispiel ein Galant Pickup. So, und ist halt zum Beispiel die Frage, wann ist der Gedanke gekommen, aus seinem Galant V6 ein Pickup zu machen? In der Farbe Mint. Und das ist halt schön. Vor allem, da werden die Dinge aufgegriffen, die ich persönlich so mag. Holz.
Oder die Möglichkeit, ein Motorrad zu transportieren, obwohl ich keins habe. Oder wie wäre es mit Scherentüren? Also wir sind die ersten 45 Meter irgendwo. Hallo? Ja, ja, ich kann gerade. Du bist ja ein YouTuber, ne? Ich kenne dich ja, wenn du immer deine... Ja, komm, dann sei wenigstens mit dem Bild und sag mal allen Menschen Hallo. Hallo. Ja. Mit was bist du denn für ein gekommen? Das sieht nämlich super spannend aus. Erzähl mal das, mehr dazu. Das ist der einzigste hier. Komm, wir gehen mal schnell. Also ich habe den Leuten gerade gesagt, ich bin so 40 Meter gerade reingelaufen hier. Genau. Und du siehst das mal, einen umgebauten Galant, du siehst Cher, du siehst die ganzen Coldfahrer, du siehst die Evos, das ist alles da. Ja. Und du bist vorhin mit einem Auto gekommen. Okay, ja. Auch mit dem Galant? Mit dem E10, glaube ich, ein goldenen. So, den... da gibt es nur noch einen hier. Ja, wie viele sind damals in Deutschland davon verkauft worden? Hast du irgendeine Idee? Relativ wenig. So, also es geht um genau dieses Auto und das ist der einzige. Und der ist auch mit den Schürzen und so genau gekommen? Das ist ein Exe Original. Was hat der für einen Motor drin? 2,4er, 114 PS. Und was? So gut wie im Originalzustand. Wie bist du zu diesem Auto gekommen? Tja, filmst du mit? So ein bisschen. Sehr ja schön. Das war das erste Westauto meiner Eltern, den ja in Weiß. Und ich durfte den nie fahren. Mein Papa und mir durften nichts essen drinnen, gar nichts in dem Auto. Und eine Woche bevor ich 18 geworden bin, ist die Hinterachse weggegammelt und dann haben meine Eltern ihn verschrotten lassen. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, wenn ich mal Kinder habe, ja, kaufe ich mir genau dieses Auto. Ich habe den 15 Jahre lang gesucht und selbst das Nummernschild ist das, was meine Eltern 1991 am Auto hatten. Das ist richtig cool. Ja. Genau. Ich habe den komplett so gemacht wie meine Eltern, bloß halt in der Echse-Farbe. Da gibt es den nur in der Farbe. Ich habe keinen gelesen. Ja. Aber der Echse ist natürlich schon eine... Und der ist gänzlich ohne Rost. Der ist erste Hand. Na. Können wir mal kurz reingucken ins Auto? Immer. Also ist es offen oder? Ja, mache ich ja. Jetzt. Oh. Weil dann gucken wir zumindest damit auch die Menschen eine Sekunde gesehen haben, wie sowas von innen aussieht. Weil wie du schon sagst, oft sieht man sowas nicht, wenn man nicht gerade hier ist. Es ist so schön geradlinig alles in dem Auto. Ja. Auch die Sitze, es ist nichts verschlazt oder der ist komplett im Originalzustand. Der ist nicht restauriert, der ist im Originalzustand. Ich bin mal ganz kurz so frei na, und setz mich rein. Auf die andere Seite. Na, ich finde nur alles, was rund um das Lenkrad ist, gerade sehr spannend. Ist das rechts vom Lenkrad Temperatur? Also was ist, wofür ist diese Temperatureinstellung? Ja, das ist so eine Art, also ohne Klima, aber so eine Automatik. Da kann man, das ist doch schön gemacht. Ne? Da kann man ist sehr, sehr schön und liebevoll gemacht. In Europa hätte man damals sowas höchstens von Citroën bekommen, weil ja die verrückt genug waren, sowas zu machen. Genau. Sehr gut. Auch von hinten. Mir fehlt leider das Chromstück fehlt mir hier. Ja. Aber sonst ist er komplett original. Ja. Schön. Gut, ich drehe mal weiter meine kurze Videorunde. Wir sehen uns später nochmal. Ja? Also, wie euch schon so eine Sekunde gesagt, auf den ersten Metern siehst du hier alles. So der, damals natürlich auch richtig cool, hat man ja auch bei BMW gemacht, Spiegelschrift. Das heißt, ihr würdet jetzt denken, das 2000 Turbo ist doch falsch rumgeschrieben, aber nein, das ist genau richtig rum. Und aus Autos wie diesem sind die ganzen Evos später geworden und das, was wir heute nur in der Marke kennen. Hier halt ganz spannend, das ist auch der Grund, warum ich mit hier bin, sind die einzelnen Colt-Generationen. Das heißt, wir haben den Colt der fünften Generation, dann haben wir die vierte, hinten steht die dritte, die zweite, die erste. Das heißt, hier stehen mal alle Colts, die es so gibt, nebeneinander. Jetzt frage ich mich gerade, wo die sechste hin ist, mit der, die haben wir nämlich auch eigentlich für noch dabei gehabt. Müssen wir mal gucken, wo die abhanden gekommen ist. Und dann drehst du dich halt um und da steht auch sowas wie ein Space Star zum Beispiel. Finde ich richtig, richtig gut, dass halt auch ein Space Bar da steht oder dass auch mal jemand lila Felgen auf seinem Galant Kombi fährt. Finde ich gut. Ein Auto, das wir unbedingt mal sehen müssen bei uns, ist das hier. Ihr sagt, drei Viertel von euch, was? Und die anderen sagen, oh ja, bitte. Das ist ein Mitsubishi Starion. Und der mit den breiten Backen in dem Fall auch noch. Gab es, glaube ich, maximal mit einem 2,6 Liter, aber alles Vierzylinder. Und der sieht einfach nur richtig, richtig geil aus. Und das ist halt so dieses typische 80er Jahre Breitbauthema, was richtig cool ist.
Das Geile ist halt hier. Dann steht zwischendurch auch mal ein Nissan mit drin. Und das sind alle sind hier so entspannt. Dann steht mal wieder ein Evo, ein Charisma. Ganz viele Galants. Also der Galant hier zum Beispiel auch mal in einer sehr bunten Form. Finde ich halt cool, dass die Mitsubishi-Logos wieder das Design treffen, was man da gewählt hat. Und dann auch die Felgen in der passenden Farbe sind. Und alle hier sind super entspannt. Auch mal ein Legnum. So mal ganz nebenbei steht da mal ein Legnum. Handgeschaltet, sehr, sehr sexy. Mehr Bärenfarbtöne. Alle hier sind entspannt und ich werde normalerweise bei solchen Events ja nie von jemandem angesprochen. Aber hier schon. Und das meine ich jetzt durchaus positiv, weil die Leute alle so entspannt sind. Da steht mal ein Evo 10 mittendrin. Für alle, die ein Video mit Carbon sehen wollten. Hier habt ihr jetzt auch Carbon gesehen. Steht mal NSX, alles klar. Solche Autos akzeptiert man durchaus als Fremdmarke ganz gern. Und dann hast du auch wieder halt Autos, die sonst nirgendwo sind. Also das ist ein Auto, das habe ich vorhin zum Beispiel erst aus einer Sekunde kennengelernt. Ja, jetzt fragt ihr euch, was ist das denn? Ist das ein Einkaufswagen? Geil finde ich aber auch die Radläufe. Ich glaube, die sind noch ein bisschen nachträglich gebürdelt worden, aber sieht gut aus. Dann der Spoiler oben dazu, wo man sich denkt, ei. Und das ist ein Turbo. Nie gehört, fällt wahrscheinlich ganz klassisch oder die japanische Keika-Regel mit runter. Finde ich richtig gut. Wenn man die Leute fragen würde, wird das Ding wahrscheinlich sogar noch halbwegs viel Leistung haben, um zu rechtfertigen, dass es einen Spoiler hat. Ja, und ihr merkt schon, das kann ein bisschen eine längere Runde hier werden. Da muss ich mich tatsächlich mal ein bisschen beeilen. Musik, schnell weg von Musik. Dann seht ihr jetzt wahrscheinlich hinter mir jede Menge Galants, Outlander, Co. Also, es ist einfach alles da. Jetzt fährt da vorne ein Pajero vorbei. Dieser gelbe, der ist ein bisschen weit weg. Traumhaft einfach nur diese Kombination. Was ich besonders interessant finde, ist, dass halt alle gleiche sind. Und hier vorne stehen 1, 2, 3, 6, 7 rote 3000 GTs. Zu den roten gesellt sich noch ein orangener und da hinten ein dunkelblauer. Keine Beckenbauer-Edition da. Aber diese Kombination einfach, dass die Leute so entspannt nebeneinander, dann steht doch auch noch so ein Evo daneben. Ja, klar, ist doch überhaupt kein Thema. Apropos Evo, auch ganz interessant, da hinten steht ein roter, das ist ein Evo 2. Und ich sag mal so, alles was 5 und aufwärts ist, kennt man recht gut in Deutschland. Aber ein Evo 2 ist richtig, richtig selten. Also, viele Autos sind es definitiv. Ich finde es dann spannend, dass der Kies ausgerechnet von einem Spacer liegt. Und nicht vor einem der ganz vielen Evos. Apropos Evos, auch da ein gutes Thema, dass eine große Menge an Evo 9 Kombis tatsächlich da ist. Ein Auto, das wir uns auch mal sehr genau anschauen sollten, weil niemand weiß gefühlt, dass es einen Evo 9 als Kombi gab. Und zwar nur in Japan, aber es gibt Wege und es gibt Schiffe, um sowas zu bekommen. Und deswegen sollten wir uns einfach mal anschauen, das ist doch die praktischste Alternative, überhaupt ein Evo als Kombi zu haben. Apropos Kombi, das ist auch ein Auto, was ich sehr schön finde. Das ist ein normaler Galant-Kombi. Auch die Verspoilerung ist ja die originale. Aber ich finde zum Beispiel die Felgen und die Farbe stehen diesem Auto so unendlich gut. Und daneben steht dann einfach mal ein aktuelles Modell. Und das finde ich halt hier so gelungen. Du hast alt, neu, Reimport, in Deutschland verkaufst du Autos, übertrieben viel Leistung. Dann hast du da vorne, ich sag mal, die normalen Charismas stehen. Und alle sind richtig, richtig entspannt. Charisma übrigens ein interessantes Auto. Und interessant insofern, weil es das erste Auto in Großserie mit Direkteinspritzung war. Und das hat irgendwie so gefühlt niemand auf der. Es ist gut übrigens, dass es gerade laut wird und hier drüben die Ruhezone ist. Ja, genau. Zum Thema Pajero kommen wir jetzt auch. Interessantes Auto, allein schon mit der ganzen Dakar-Geschichte. Und die können wir hier in ein paar Sekunden nochmal richtig aufgreifen. Dann aktueller Space da, ein Colt. Und das ist halt auch cool. Dieses Elbe-Treffen ist so sehr bei den Leuten angekommen, dass man sogar die Unterschriften hier sammelt. Und ihr seht, das sind nicht die aus dem aktuellen Jahr. Die Freude ist da. Bobbycars für die Kinder. Ja, jeder hat gute Laune. Und ich bin ja auf dem einen oder anderen Treffen. Aber es ist selten so entspannt, dass alle miteinander quatschen und du auch deinen Space da mit rosa Kennzeichenträgern hinstellen kannst. Und es ist einfach für alle okay. Alle sind entspannt. Und du kannst halt daneben wieder das Thema Ernsthaftigkeit und Carbon-Look und so weiter haben. Und es macht keinem was.
Und das ist irgendwo das, was die Marke auszeichnet. So, dann haben wir hier auch ein spannendes Auto, aus meiner Sicht ein Grandes. Andere würden sagen, guck mal, daneben stehen zwei Evo 10s. Aber ich finde ein Grandes an sich ganz spannend, weil den gab es mit einem VW-Dieselmotor. Pajero, inzwischen Pajero Preiser, ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt. Gar nicht mal so günstig, die Autos. Dann VR4 Galant, ein Auto, was ihr euch auf dem Kanal mit viel Begeisterung alle gegönnt habt. Und zum Abschluss der Runde hier quasi ein Pajero, aber kein normaler. Denn wenn man sich den mal so eine Sekunde genauer anschaut, dann denkt man sich, Momentchen mal, wie kommt denn der Spoiler da oben drauf? Und allgemein, was ist denn mit dem Auto passiert? Das heißt, hier haben wir einen Pajero Evolution. Und ich versuche jetzt gleich einzublenden, wie viele von diesem Auto es gibt. Aber es sind weniger, als man im ersten Moment denken würde. Und sowas zum Beispiel zu sehen, dass es jemand hat, jemand erhält, aber auch bewegt und dann halt hier zeigt, das sind aus meiner Sicht die Gründe, um genau zu so einer Veranstaltung zu kommen. Weil allein die Motorhaube und diese Frontschürze mal irgendwo sehen zu können, dass es das Auto wirklich gibt und das nicht halt irgendein Schauker oder ähnliches ist. Ach, eine Freude. So, und dann mache ich mal kurz diesen hier. So. Das heißt, wir gucken mal rum. Also wir haben hier im Endeffekt einen Sportplatz. Und auf diesem Sportplatz oder rund um diesen Sportplatz stehen die Autos. So, ein Autotreffen mit über 300 Autos ist schon mal eine Nummer. Und dann halt eine komplette Markengeschichte zu zeigen, ohne eine gewisse Exklusivität zu versprühen. Weil wir alle kennen Oldtimer-Treffen oder die meisten von uns kennen das. Also Empfehlung, geht mal zu sowas hin. Und dann merkt man immer, ja, da steht ein Trabant SL, da stehen die ganz normalen SLs. Dann stehen ganz, ganz viele 911er Porsche nebeneinander. Und gefühlt muss man dann schon einen besonderen 911er haben, um da mit dabei sein zu können. Und hier ist das halt anders. Denn wenn wir uns mal so kurz, ich lasse meinen Blick schweifen, dann haben wir halt hier die Offroad-Fraktion, dann haben wir den Pajero Evo, dann haben wir die normalen Lancers, Spacers, Charismas, dann haben wir eine ganze Evo-Ecke, dann haben wir eine ganze Ecke mit Colts, dann haben wir ganz, ganz viele Galants, hier vorne noch mehr Evos. Wir haben Musik und gute Laune. Und jetzt könnte man denken, gut, es war jetzt eine interessante Runde, wir haben es mal gesehen, das ist das Ende davon. Das ist der spannendste Teil, kommt eigentlich noch, die sogenannte Diamantenkette. Diamantenkette, klar, die Mitsubishi sind die drei Diamanten und das ist das Markenlogo. Aber das Thema ist halt eher, dass die ganzen Autos, die hier sind, nachher in einer Kolonne fahren. Und sie fahren Hupen durch die Stadt und bilden die Diamantenkette. Und ich versuche euch davon auch noch ein paar Impressionen mitzugeben. Aber das war es auf jeden Fall schon mal kurz hier vom Platz. Ich hoffe, es gefällt euch, das zu sehen, was ich sehe und mal so eine kleine Runde zu laufen. Und wenn euch Autos besonders gut gefallen haben, wo ihr sagt, ich will einen Einblick davon sehen, schreibt es runter. Ab zur Diamantenkette. Genau diese Situation hier beschreibt eigentlich am besten, was gerade passiert. Denn an sich fahren hier, ich weiß nicht, 150, 200, irgendwas dazwischen Autos gerade einen Corso. Angemeldet, sehr vernünftig und die machen das für sich. Aber die ganze Zeit am Straßenrand, in jedem kleinen Ort, in dem wir gerade reinkommen, warten alle. Und die Leute sind nicht durch Zufall da, die stehen dort und warten, dass diese Autos vorbeifahren, dass sie hupen, dass sie winken, lauter solche Sachen. Und das ist richtig cool. Und dass diese Fahrzeugkette vor uns, ich hoffe, man kann so ein kleines bisschen erahnen, möglich ist, liegt an zwei Einstellungsthemen. Und die eine Einstellung ist die von den Leuten hier, dass sie es annehmen, dass sie Lust auf sowas haben, das ist die eine Mentalität. Und auch von den ganzen Mitsubishi-Fahrern, von den Fanclubs, von den Vereinen, dass man es auf die richtige Weise gibt. Weil es gibt ja sonst auch immer diese Memes von wegen, es gibt immer diesen einen Typen, der ausflippt, der dann irgendwo lang driftet und dann so ein Feuerball. Das gibt es nicht, das benehmen sich einfach alle und machen das sehr vernünftig. Und die Leute hier stehen davon. Am besten finde ich es eigentlich, du hast irgendwelche Einfahrten, da stehen dann so einzelne Omas mit ihrem Rollator und winken jedem einzelnen Auto zu. Und das ist was, was man sich irgendwie gar nicht mehr vorstellen kann, dass die einzelne Oma da steht und winkt. Der Opa natürlich ganz genauso. Die Kinder erst recht. Ich meine, die Autos fahren alle langsam und es ist ja wirklich alles mitzusehen. Aber in dem Moment, sobald irgendwo ein Haus ist und die Leute nicht gerade im Urlaub sind, kommen sie raus und winken. Und das ist tatsächlich das Schönste an dem Ganzen. Einfach nur, dass es den Leuten Spaß macht. Weil normalerweise sind Autos, die irgendwo langfahren, ja immer eine Belastung für die Leute, die da wohnen. Und hier
ist es genau das Gegenteil. Die ersten Häuser, die am Rand stehen, wir sehen am Ortseingangsschild, in dem Fall vorne, Sachau. So, die Leute stehen da, sitzen auf ihren Stühlen, trinken ein Bierchen, freuen sich, Kinder sind da. Diese gute Laune, die habe ich, um ehrlich zu sein, nicht erwartet, weil Autotreffen gibt es viele, egal ob jetzt Oldtimer oder irgendwo markengebunden. Aber dass die Leute an der Straße sitzen und sich freuen, ich meine, selbst bei der Sportwagen-Charity, wo wir waren, wo dann einfach nur Sportwagen gefahren ist, waren die Leute in und um Nürnberg nicht so begeistert. Ich meine, ich sitze in einem Mitsubishi Colt von 1998. Das ist jetzt nicht das aufregendste Auto der Welt, aber die Leute winken dir zu und freuen sich. Also von daher, riesen Überraschung. Und ich hoffe, ihr konntet mal so ein bisschen mitnehmen, was ist abseits der ja, Haupttreffen, die man so in Deutschland kennt, gibt. Abseits auch von irgendwelchen Sachen, wo es nur darum geht, sehr viel Show in Schein und Ähnliches zu machen. Für mich war es mal eine schöne Abwechslung, weil keiner ist irgendwie was Besseres. Das ist egal, was du fährst, es ist egal, was du machst, es ist egal, wo du herkommst. Alle sind da und haben eine gute Zeit. Und das finde ich richtig gut. Und dann muss im Endeffekt ist es auch egal, ob man dann die Autos gut findet oder die Autos auch nicht gut findet. Und ob ihr jetzt sagt, oh, wir haben da die coolsten Autos gesehen aller Zeiten. Es ist eigentlich egal, weil es geht nur darum, dass die Leute zusammenkommen und alle an einer gemeinsamen Sache Spaß haben. Ja, und ich würde sagen, das war unser kleiner Ausflug. Wir sind mitten auf einer Landstraße und da ist eine Mutter mit ihrem kleinen Kind und es wird gewunken. Es wird sich gefreut. Das ist doch eigentlich ideal, um mal dieses Video und diesen Kurzbesuch beim Elbe-Treffen abzurunden. Ich hoffe, dass ich es in den nächsten Jahren nochmal hier schaffe, einfach weil die Leute so gut drauf sind. Das hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann wird wahrscheinlich wieder richtig klassisch ein Auto getestet. Bis dahin, gute Fahrt und ciao.